Ich sehe das Leben so, dass es sich auf 4 Teile aufteilt und das ist spirituell, emotional, kognitiv und physisch. Ich meditiere mittlerweile, damit ich in Kontakt mit etwas Größerem bin, das mir einen Sinn in meinem Leben gibt. Ich bereite mich darauf vor, indem ich einen tiefen Atemzug nehme und mir selber erkläre, warum ich das gerade mache, was ich jetzt mal vergessen sollte. Und dann bin ich bereit. Hallo, let's go. Zum Fußballspielen habe ich begonnen, als ich 5 Jahre alt war. Angefangen habe ich im Hinterschick nur, weil mein Vater mich dazu gezwungen hat und mein damals bester Freund auch gespielt hat. Er hat mich zwingen müssen, weil ich im Endeffekt eine kleine Pussy war und nicht von zu Hause weg wollte und ständig nur geheult habe. Ich war eigentlich in jedem einzelnen Spiel und jedem einzelnen Training der, der am wenigsten gelaufen ist, der den am schlechtesten funktionierenden Körper vom ganzen Team hatte und auch nicht sonderlich talentiert war bis zum 6., 7. Lebensjahr. Dann ging es immer weiter und weiter und ich wurde besser, besser und besser. Mehr gelaufen bin ich immer noch nicht, weil mein Körper letztendlich immer noch ein Wrack war. Meine Knie haben schon angefangen weh zu tun, mein Kreuz hat weh getan. Mit 12 musste ich dann sowieso auch aufhören, Fußball zu spielen, weil die Verletzungen zu intensiv waren. Dann kam meine Depression, das erste Mal, dass ich nicht mehr wusste, was ich tun soll in meinem Leben. Und diese hat mich dazu gebracht, dass ich wieder dahin zurückging, das damals gar nicht so schlecht war, und das war Fußball. Nach meinem Comeback ging es dann aber relativ schnell bergauf in die höheren Ligen, bis dann wieder die Verletzungen kamen. Und jetzt rückblickend betrachtet bin ich sehr, sehr froh darüber, nicht Fußball geworden zu sein, weil ich glaube, dass der Welt einiges verloren gegangen wäre dadurch. Das Psychologiestudium habe ich gestartet, weil ich damals noch sehr naiv war gegenüber dem System, das wir haben. Ich dachte tatsächlich, dass ich etwas lernen könnte, das hilfreich sein könnte, diese Welt in eine bessere Richtung zu bewegen. Das Studium zählt für mich nicht als Erfolg, weil ich mitbekommen habe, dass an dem Ort, wo eigentlich die schlauesten Menschen dieser Welt herumlaufen sollten, es nicht die schlauesten sind. Ich glaube, dass ein Studium nebenbei laufen kann. Ich habe damals zwar bei der Studienberechtigungsprüfung den Studienrekord gebrochen, was für mich nur eine weitere Bestätigung war, dass ich alles ohne Probleme machen kann, was ich auf dieser Welt machen will. Nach der Bibliothek ist es Zeit zu kämpfen, wobei dieser Kampf nur in mir stattfindet. Die Vorbereitung darauf, dass es jetzt gleich zu einem Krieg kommt, ist für mich eine Vorbereitung, die ich, glaube ich, durchgehend mache, weil es kann in jeder Sekunde im Leben zu einem Krieg kommen. Und das ist nicht nur, wenn zwei Länder gegeneinander Krieg führen, sondern es herrscht durchgehend ein Krieg in dir selbst. Beim Boxen habe ich gelernt, dass es nur darum geht, wie viele Schläge du trägst, dass du es schaffst, wieder aufzustehen, wenn ich die Tragödie des Lebens in den Knie zwinge. Allein im letzten Jahr, in dem ich noch halb tot vor Selbstmitleid war, spreche ich im Fernsehen, rede mit intelligentesten und einflussreichsten Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts und schaffe es, dass mir 50.000 Menschen auf meinem YouTube-Kanal zuhören. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. 2019 hast du extrem viele psychische Krankheiten und lebst von Alkohol kurz mal tatsächlich sogar. Und dann 2021 sitzt du bei Servus TV im Hangar 7, wo dir Millionen Menschen zugucken und du plötzlich intellektuell der bist, der, auf den die Menschen hinschauen. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache eigentlich, weil ich wollte nur Fußballer werden, weil ich als Kind immer gesagt habe, ich glaube, ich habe was zu sagen für diese Welt und ich glaube, ich kann was ändern. Mein Name ist Marco Stumpf und mein Vorhaben ist es, aus jedem Menschen das maximale Potenzial rauszuholen. Thank you.